Es. Ich war noch nicht mehr auf dem Postschiff und der redet schon so ein Mist. Ich sollte die Hinweise nicht direkt durchlesen. Hier muss ein Abholschein rein. Bitte schön. Ah. Der nächste Ritualgegenstand ist ein Elixier. Boah, scheint es in der Apotheke bestellt zu haben. Das nehmen wir mit. Was ist das? Eine Feuerschale. Okay. Hier sonst noch irgendwas tun. Außer das. Mein Arm ist nicht lang genug. Vielleicht kann ich mit dem Besen helfen. Mit dem Besen. Mit dem Besen. Warum nicht? Alter. Warum schleppe ich diesen Besen eigentlich immer noch dabei? Wieso kann ich da mit dem Besen jetzt nicht einfach... Doch, Mann! Ja, man hat nichts... Wo ist die Leiche hin? Der Tod ist weg. Nur roter Nebel ist übrig. Kurven muss die Leiche mitgenommen haben. Das hatten wir schon. Es ist festgeschraubt. Ach, damit. Okay. Das war wieder ein Wimmelbild. Wo ist denn die Leiche hin? Alter. Okay. Ticket, Schlüssel, Mausefalle. Schlüssel. Ticket, hier ist die Mausefalle. Ticket, hier. Fußball und Spritze, Fußball. Spritze. Briefumschlag, Buntstift, Rettungsring. Buntstift. Briefumschlag. Und Rettungsring ist hier. Briefumschlag. Statuelle? Du hast kein Briefumschlag, du hast irgendwas anderes. Hier ist der Briefumschlag. Zweimal Buch und ein Medaillon. Buch, Buch, Medaillon. Hier. Drei Fläschchen. Eins, zwei, drei. Dreizack und Schutzbrille. Schutzbrille, Dreizack. Brillenetui. Noch einen Schraubenzieher. Ich kann hier noch irgendwas beiseite schieben oder öffnen. Der ist gelb gekennzeichnet, der Schraubenzieher. Und das ist weder hier noch hier. Hier lag da aber war gelb. Das ist schon sehr interessant. Den Schraubenzieher kann ich doch bestimmt. Damit kann ich hier nichts anfangen. Hä? Er sagt zu mir, damit kann ich hier nichts anfangen und... Jedes Mal, wenn Kurven verschwindet, bleibt ein Aschekreis zurück. Okay, soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir holen uns jetzt erstmal den Chemiekasten. Mit diesem schönen Stock hier. Was haben wir denn da Schönes? Säure. Jeder mag Säure. Gut, für den armen Tropf können wir nichts mehr tun. Aber was mache ich jetzt mit der Säure? Ich mache ein Wimmelbett. Kaugummi, Blumen und Teleskop. Blumen. Kaugummi. Teleskop. Eine Zuckerzange. Was ist das Teil hier? Zweimal ein Buch. Ein Buch. Nein, doch nicht. Ein Buch. Ach, ein Buch. Schneidebrett. 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 Finde ich nett. Ich finde es gerade nicht. Okay, ach doch, hier unten. Sense, Feldflasche, Wäscheklammer. Feldflasche hier. Wäscheklammer da. Sense hier. Schere, Thermoskanne, Lampe. Thermoskanne. Schere. Lampe. Lampe, 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 Lampe. Werbeschild, Bumerang und Gießkanne. Bumerang, Gießkanne, Werbeschild. Und Axt. Gefunden. Bekommen eine Axt. Ich weiß genau, was wir damit tun. Entschuldigung. Tut mir leid.
okay, Entschuldigung. So, vielleicht kann ich mit der Säure ja. Natürlich. Nun kann ich das Elixier, das auf Warts Ritualaufzeichnung zu sehen ist, aus dem Kühlschrank der Apotheke holen. Warum gucke ich hier eigentlich rein? Das ist verrückt mit dem ganzen Spiel. Das ist voll doof. Was soll denn das? Oh, hier war schon mal Stufen 1 von 3. Das ist ja schon mal schön. Eine Gedenktafel für den Stifter. Das war wohl Warts Großvater. Apotheke. Wow, was ist das? Hilf mir! Corvin hat meine Seele in ein Amulett gebunden. Es kann nicht weit von hier sein, das spüre ich. Finde es, befreie mich und ich werde dir geben, was du benötigst, um ihn zu bezwingen. Alle wollen mir immer das geben, was ich benötige. Alle wollen mir immer vorschreiben, was ich tun soll. Ich halte den Druck nicht an. Ich benötige 3 Münzen, um das und Rostentferner, um Rostentferner zu kaufen. Dummerweise habe ich eine Scheide bei mir. Tja. Hier sieht es aus, als hätte jemand fieberhaft nach etwas gesucht. Und deswegen, liebe Kinder, hat man immer etwas Kleingeld bei sich. Aber gut, in der Apotheke können wir gar nichts anfangen. Verschlossen. Was ist das denn? Hier ist ein Stift. Stift? Ja. Die Presse wird mit Dampf betrieben. Ohne Feuer geht da nichts. Okay. Ich habe leider auch nichts, wo ich Feuer mache. Ach, hier ist ein Bimmelbild. Sieht schön aus. Kelch, Skorpion, Amulett und Bürste. Was? Ah, schön. Dann ist er den Vorhang zur Seite. Jetzt sehe ich doch gleich mehr. Kelch, Amulett, Bürste, Skorpion da oben. Rasierpinsel, Reagenzglasständer. Reagenzglasständer, Rasierpinselchen. Das ist deine Pipette. Hast du einen Rasierpinsel? Nein. Du bist wahrscheinlich wieder ein Stößel, ne? Fotografie, Würfelbecher. Würfelbecher? Eine Fotografie. Wo haben wir denn hier eine Fotografie? Eine Fotografie da hinten. Lippenstift und Sieb. Lippenstift und Sieb. Sieb. So, hier haben wir eine Brille. Okay. Kann ich den Mantel? Dankeschön. Blutdruckmessgerät. Gehstock. Pilz hatte ich gerade hier. Dreimal eine Figur. Eins. Das war's auch schon. Eins. Zwei. Und drei. Nein. Du drei? Drei. Jetzt fehlt nur noch das Bügeleisen und der Rasierpinsel. Bügeleisen. Hier. Und der Rasierpinsel. Rasierpinsel. So schwer kann der jetzt auch nicht zu finden sein. Ich meine, das ist wahrscheinlich dieser schöne altmodische Rasierpinsel gemeint. Ich sehe trotzdem keinen. Ich habe erst gedacht, das ist ja das hier, aber das ist wahrscheinlich wie so ein Stößelkram. Rasierpinsel, hier sind Tabletten. Schere, eine Lupe, Verbandszeug. Ach, hier. Ach Gott, natürlich. Wir bekommen ein Amulett. Ach so. Ja, bitteschön. Vielen Dank, Fremder. Ich wünsche dir Erfolg bei deiner Aufgabe. Erst wenn du sie erfüllt hast, werde ich ewig Frieden finden können. Cool. Ich krieg dann erstmal einen Dolch. Okay, cool. Der Zettel wurde abgerissen, aber auf dem Blatt darunter ist die Schrift durchgedrückt. Gut, dass wir einen Bleistift dabei haben. 6742. 6. Huch, Mist.
6, 7, 4, 2. Der Mechanismus hat keinen Strom. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie mache ich denn jetzt Strom? Das ist jetzt die Frage. Der Antrieb fehlt eine Kette. Okay, hier fehlt eine Kette. Gut. Eine Kette. Tor zum Landhaus. Hier können wir ja nicht rein. Gehen wir hier hoch. Oh, das sieht schon nicht sehr nett aus. Die Ringe bewegen sich nicht. Sind völlig verrostet. Okay. Ich verstehe. Diese seltsamen Ranken überwuchern den Karren völlig. Ich habe einen Dolch. Und ein Wimmelbild. Dartpfeil, Trillerpfeife, Hut und Kegel. Dartpfeil. Das fängt schon gut an hier. Dartpfeil. Schieben wir das mal direkt beiseite. Zack. So. Streichhölzer, Trillerpfeife. Streichhölzer, Trillerpfeife, Sanduhr, Tee, Ei und Flaschenzug. Flaschenzug. Sanduhr, Tee-Ei. Hier, das ist ein Tee-Ei aus wie ein vollgesogener Tampon. Hier eine Sanduhr. Eine Stufe. Natürlich, ich weiß schon, was wir bekommen werden. Kompass, Baseball und Regenschirm. Kompass, Baseball, Regenschirm. Regenschirm, Kompass und Baseball. Baseball. Baseball? Und ein Kompass. Mir läuft gerade ein bisschen die Nase, ist ein bisschen nervig. Ein Hut und ein Kegel. Hier ist der Hut. Einen Kegel haben wir hier. Und einen Tannenzapfen. Dann noch ein Blasebalg. Eine Lupe. Und einen Korkenzieher. Okay. Ein Blasebalg. Und dann ein Blasebalg da oben. Und hier haben wir einen Korkenzieher. Und eine Lupe. Und natürlich bekommen wir die letzte Stufe. Kann ich hier noch was machen? Die Flügel der Tintenfisch-Gargäule bewegen sich. Alter, was ist das? Okay, dann können wir jetzt hier den Strom anmachen. Ach du Scheiße. Schön, dass es dieses Wimmelbild, dass es diese Minispiele hier ohne Anleitung gibt und man immer selbst gucken muss, was man machen muss. Okay. Ach du Jemini. Wie soll das denn enden? Das kann ja gar nichts werden. Umgehen. So. Nee, hä? Ach du je. Ich hasse das mal mit dem Grünen. So. Der muss da oben irgendwie dran. Der auch nicht. Okay, so, der Grüne hat Strom. Wie mache ich das jetzt mit dem Roten? Bei dem Roten hinten rumgehen? Wüsste ich ja schon fast, oder? Nee, das hat ja so keinen Sinn, oder? Moment, so macht das keinen Sinn, nein. Ach du je. Das wird jetzt aber ein bisschen knifflig. So. Ach je. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Mein lieber Gesangsverein.
Und wieder ein Wimmelbild in dieser Dreckhaufen hier. Fahrrad, Handschuh, Garn. Fahrrad hier. Handschuh. Keine Ahnung. Garn. Ja. Ne? Genau. Springfeder, Spielkarte und Sack. Der Sack ist hier. Ach, guck mal, da ist das Garn. Oh, Spielkarte. Hier. Geldbörse, zweimal Brille. Eine Brille. Eine Brille, eine Brille. Brille, Brille. Da ist noch eine Brille. Nein! Ach, komm schon. Brille. Da ist auch der Handschuh. Geldbörse und Schläger. Schläger. Geldbörse. Ich bin definitiv ein Geldbörsendieb. Ich klaue Geld. Ich bin gut, in dieser Stadt lebt sowieso keiner mehr, aber trotzdem. Nehmt euch von mir in Acht. Hier ist Geldbörse, aber sie ist leer. Betrug. Eine Kette. Eine Kette. Hier. Horn. Springfeder, Schere und Ölkanne. Schere. Da. Okay, das ist die Schere. Ich verstehe das schon. Das Ding war zu, das nervt gerade voll. Ah, dann kriege ich auch die Waage. Gut. Ah. Was hat das jetzt gemacht? Ah, Schaufel. Fächer, Horn, Fächer. Springfeder und Ölkanne. Ölkanne. Springfeder hier ganz dezent an der Seite. Und ein Horn. Bist du das Horn? Jawohl. Wir bekommen die Kette. Damit rennen wir jetzt zurück in die Apotheke. Und machen das Ding da rein. Und zack. Wunderbar. Wer immer dies liest, finde die Schatulle mit Kurvens Asche und verbanne ihn zurück zu den Toten. C.D. Ward. Okay. In Wards Konto kann ich mehr über die Schatulle im in Kurvens Asche herausfinden. In what? Was ist das denn jetzt auf einmal? Schon wieder diese merkwürdigen Ranken. Na gut, Attacke! Nein! Dieser Narr glaubte sich zu retten, indem er Wards Geheimnisse verbrennt. Passen Sie lieber auf, Detective, oder ich werde mir auch Ihre Seele holen. Pass lieber auf, dass ich deine Seele gleich zurück in die Hölle schicke. Ich nehme meine Striche. Er scheint, als wollte er den Ofen gerade anzünden, als Kurven ihn umbrachte. Darin liegt eine zerknüllte Notiz. Leider fehlt der Griff der Ofentür. Ich habe leider nichts bei.